In einem Labor im südafrikanischen Johannesburg analysieren die Virologin Evtichia Wardas und ihr Team aus Technikern, Biochemikern und Virologen 18.000 PCR-Tests am Tag. Sie filtern positive Corona-Tests heraus und untersuchen sie auf besondere Merkmale. Anfang November entdeckten die Forschenden 22 positive Tests, die sich von bisherigen Proben genetisch unterschieden. Wir waren nicht ganz sicher, was es ist, ob es die Alpha-Variante oder eine neue Variante ist. Deshalb haben wir einige Proben hergenommen und sie sequenziert, hier im Lancet-Labor in Johannesburg. Diese Sequenzen haben uns dann gezeigt, dass es nicht die Alpha-Variante war, sondern etwas ganz anderes. Zu dieser Zeit war die Variante noch nicht benannt. Das Team von Forschenden brauchte eine Woche für das Sammeln der Proben und eine weitere für die Sequenzierung. Ein kostspieliger und umständlicher Prozess. Erst dann konnten sie sicher sein, dass es sich tatsächlich um eine neue Variante handelt und Alarm schlagen. Wir haben die Proben und unsere Daten dann an die zuständigen Behörden geschickt, an das Nationale Institut für übertragbare Krankheiten und an ein Genforschungszentrum und haben ihnen unsere Erkenntnisse präsentiert. Sie haben dann mit anderen Forschenden im ganzen Land gesprochen, die dasselbe beobachtet hatten. So wurde Omikron entdeckt. In weiteren Untersuchungen konnten Wardas und ihr Team feststellen, dass die neue Variante die meisten Fälle der vorherrschenden Delta-Variante schon verdrängt hatte. Wir haben sehr klar gesehen, dass die Delta-Variante innerhalb von 2 Wochen von Omikron verdrängt wurde. Das ist sehr schnell. Ende November wurde Omikron offiziell als neue Virusvariante bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Variante als besorgniserregend ein. Auch wenn sie noch wenig erforscht ist, gilt sie als besonders ansteckend.